Semifinals, Flora gegen Therion. Nach einem spannenden Set gerade. Ja, wie wir bisher gesehen haben, war Therion auch schon echt on fire. Von daher bin ich sehr gespannt auf dieses Set. Ich habe ja gecallt, dass Therion das ganze Turnier gewinnt. Oh, was? Ich dachte schon, das killt. Aber das sieht ja gerade echt auch, ja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also, ich gönn's beiden. Ich habe das Gefühl, dass... Oh! Das war ein nicer F-Smash. Auf jeden Fall. Oh! Aus der Situation rausgekommen. Oh! Ja, also seit diesem Turnier ist Therion super aggressiv geworden mit den Spikes. Und generell so mit dem Schild-Damage und allem. Da ist DDD natürlich einer mit am meisten Schild. Aber ja, hier, Downtilt into Up-Air. Oder whatever into Up-Air. Ja, ey, ich muss sagen, die Beile sieht clean aus gerade. Aber komplett. Das war nicht clean, muss man dazu sagen. Aber sonst ziemlich clean. Ja, das sind so diese ganzen ganzen Leute aus dem Hamburger Weekly noch, die dann Tag 1, Tag ein, Tag aus, zumindest wöchentlich immer gespielt haben gegeneinander. Da war Ruwe noch bei, der wollte heute auch kommen, aber konnte dann doch nicht, leider. Das wäre auch sehr cool gewesen, den mal wieder zu sehen. Aber es gibt ja immer ein nächstes Mal. Zumindest meistens. Okay, also jetzt gerade leichte Lead hier gerade für Therion, aber Momentum für Flora. Und wir gehen noch nicht mal für irgendeine Edge-Trap oder sowas, sondern direkt für den Kill. Sehr schön gemacht. Was ist hier? Abi vielleicht. Ja, gerade ziemlich gut zurückgebracht. Oh, Downtilt? Nee, kein Downtilt danach. Standard-Habit. Ja, es ist immer halt ein Risiko, wenn man versucht, den Gordo zurückzuschlagen. Manchmal klappt es halt einfach nicht so, wie man das denkt. Und dann kassiert man ihn halt. Und der macht echt viel Schaden, wie wir jetzt gerade eben gegen Justin auch gesehen haben, wo der einfach zweimal getroffen hat. Und das waren 33%, glaube ich. Das waren jeweils zwei Stück. Die jeweils zweimal getroffen haben, dann waren das einfach 60 Schaden. Oh, schön. Okay, 130%. Oh, gerade noch so überlebt. Gerade noch so. Und noch ein. Ah! Jetzt gerade Klatsch und das killt. Therion holt das nochmal zurück. Ja, anfangs sah es sehr gut für ihn aus, dann ist Flora zurückgekommen und jetzt am Ende doch noch geklatscht. Mit dieser unfassbar starken Up-Air gekillt. Die ist wirklich so gut, diese Attacke. Beißel heute früh raus. Beißel heute 9. geworden. Ungewöhnlich. Squall hat ihn besiegt. Ich würde auch gerne noch mal sehen, wo Squall verloren hat. Squall gegen Therion verloren hat. Ja, wer weiß. Okay. Und Bread and Butter. Hat diesmal nicht vollen Damage gemacht, aber auch so. Also, wow. Oh mein Gott, so tief. Aber killt immer noch nicht. Okay, das war einfach ein Zero to Death. Kann man auch klippen, wenn man Bock hat. Ja, also cleanes Gameplay hier gerade von Therion. Ja, macht auch einfach direkt weiter. Super aggressiv. Aggressiv in jeder Lage. Also auch offstage ganz tief, obwohl DDD noch 3 Sprünge hat oder sowas. Crazy. Also jetzt gerade sieht das nach einem harten Reißblock aus. So
Zumindest wenn es so weitergegangen wäre. Oh, das war ein harter Dreistock. Hart. Ja, also das war ein kurzes Set. Game gerade. Wie lange hat das gedauert? Kann ich das kurz sehen noch? Eine Minute. Es hat eine Minute und 4 Sekunden gedauert, das Game. What? Mit DDD. Okay. Krass. Ja, ich hatte es ja schon gesagt, ne? Also ich glaube, dass Therion gute Chancen hat, so wie er gerade spielt, das Turnier zu gewinnen. Und so habe ich auch echt Lust, muss ich sagen, ihn mal gegen SDN spielen zu sehen. Aber bisher war SDN ziemlich uncontested. Hat ein Game gedroppt gegen Splash Mage. Aber sonst komplett clean. Okay. Okay, offstage. Oh ja, das war wichtig gerade. Also da habe ich tatsächlich die Fair von Flora schon connecten sehen. Aber dafür der Kill von Therion. Sehr aggressiv gerade auf Stage. Hier wird gepunished. 33%, 51%. Viele Abis, die treffen. Kann man sogar schieben, oder nicht? Ich weiß gar nicht, was die für Frames hat. Okay. 3 Down-Tails. Sauber. Okay, und... Oh! Oh, nice. Ja, so langsam kommt Flora wieder. Aber hier der Kill. Down-Tilt into up, ja. Funktioniert tatsächlich sehr gut für Therion. Mach da. Das hat fast gekillt einfach, der Uptilt. Noch einer, aber diesmal zu stale. Auch das killt einfach nicht. Obwohl gerade alles trifft, aber der letzte Gordo trifft. Dann sind wir wieder komplett even. Mal schauen, wer diesmal den Klatschfaktor gewinnt. Nice. Aha. Oha. Ja, bisher tatsächlich bei Flora noch kein einziger Schnittbreak. Bei Ice-T haben wir einige gesehen. Und da ist es. Das 3-0 einfach für Therion. Wie stark.